Hi, Hyuga hier, euer bevorzugter Channel für Elden Ring Content. Und wir befinden uns immer noch Mikellas Halligbaum und haben das Ende von Millicents Questline erreicht. Wir sehen, wie das Scarlet Rod aus ihr herauspulsiert und wir bekommen ihre reine Goldnadel. Die bräuchten wir theoretisch, falls wir uns dazu entschlossen hätten, uns der gelben Flamme anzuschließen. Haben wir aber nicht, von daher brauchen wir das auch eigentlich soweit gar nicht mehr. Wir können aber trotzdem noch den Ort des Geschehens uns genauer anschauen. Wir müssen sowieso noch hier weitermachen, denn wir wissen natürlich, dass eine weitere schwere Prüfung hier ansteht. Und zwar ist es der Kampf gegen Malenia, die Klinge von Mikella. Der härteste Boss-Encounter im Spiel, muss man sagen, für viele. Ich habe allerdings die beste Waffe, denn mit Feuer hat man die besten Chancen gegen sie, denn sie ist überhaupt nicht resistent gegen Feuer. Das ist ziemlich gut. Und mal gucken, ob und wie wir das gebacken kriegen. Ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen. Ich glaube, wir müssten da hinten lang, ne? Glaube ich so. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder unsere lieben Gegnerfreunde. Die können aber alle machen und tun und lassen, was sie wollen. Ist mir egal. Aua, machen mir gut Damage. Aber das gehört ja mit dazu. Wir spielen ja hier immerhin Elden Ring. Ja, es gab in den letzten Folgen ein paar Ruckler, wurde in den Kommentaren geschrieben. Ist immer ein bisschen blöd, das einzuschätzen, weil hier in der Aufnahme läuft natürlich meistens alles glatt. Also ich kann das jetzt hier nicht erkennen, wann es zu Rucklern kommt. Ich habe natürlich jetzt mal den Aufnahmecodec nochmal geändert. Mal schauen, ob das das Problem behebt. Ich hoffe es natürlich. Wenn nicht, dann muss ich mir da nochmal Gedanken machen. Aber waren ja auch zum Glück immer nur so vereinzelte Stellen. Also auch zum Glück jetzt nicht so viel. So, da vorne geht's zum Boss, meine ich. Und da vorne geht's erstmal noch weiter runter. Ach stimmt, wir sind doch noch ziemlich weit sogar entfernt von ihr. Stimmt, jetzt kommt erstmal die Passage. Ich dachte, wir wären schon ein bisschen näher dran an Malenia. Aber nein, sind wir natürlich nicht. Wir haben aber hier auf dem Halligbaum ansonsten gar nichts mehr zu tun. Also wir können natürlich noch Items looten. Das können wir noch machen und gegen Gegner kämpfen, das können wir auch noch machen. Allerdings haben wir jetzt hier keine Quests mehr zu erledigen. Die Quest, die wir hier erledigen mussten, haben wir erledigt. Das war die Quest vom Millicent. Zumindest ist das mein Informationsstand. Korrigiert mich wie immer, wenn ich etwas Falsches sage. Und ihr werdet es ja sowieso tun. Also ich werde mich eh korrigieren, von daher. Von daher mache ich mir da gar keine Gedanken. Ihr werdet mich ohnehin korrigieren. Zack. Ein heranwachsender Schmetterling. Ach genau, das war ja die Szene hier. Ich erinnere mich daran, weil das in gewisser Hinsicht auch ein bisschen hart war hier. Falscher Trank. So. Adioso. Einfach drüber geschlagen. Gibt's nicht. So. Ein Fahrstuhl. In die Tiefe. Führt nach unten. Yes. Und hier haben wir dann nämlich auch gleich den Bossraum. Also wir theoretisch könnten wir jetzt noch den Rest des Gebietes erkunden. Müssen wir aber nicht. Steht uns frei, es nämlich nicht zu tun. Ich weiß, dass die ganzen Speedrunner sowieso hier nichts erkunden. Die erkunden nie was. Die ballern einfach nur so weit, dass sie möglichst in 20 Minuten das Spiel beenden können.
guck nur gerade, wie viel brauche ich denn für ein Upgrade, weil ich will ganz gerne noch... nochmal 40.000 brauche ich für einen Stufenaufstieg. Kriege ich die noch irgendwie zusammen? In ein paar Runen habe ich ja noch. Ich weiß, schneller geht's, wenn man die Runen verkauft. Fakt, habe ich. Aber ja, wir kriegen das noch auf jeden Fall zusammen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Wir haben genug gesammelt. Haben genug eingesammelt hier, um noch ein Level-Up machen zu können. So, jetzt habe ich ein bisschen zu viel. Aber auch nicht zu viel. So, ich wollte als nächstes mal Kondition auf Geist, Kondition. Ich würde mal Geist auf 30 bringen. So. Dann haben wir hier hinten nämlich diese monströse Flamme. Diese monströse Blume. Mal die Kleidung des Reisenden mit dazu. Und dann können wir an dieser Blume. Oder müssen wir dafür erst. Nee, ich glaube, dafür müssen wir erst Melania besiegen. Also wir müssen Melania besiegen, um die Questreihe, um Millicent so weit zu beenden, dass wir diese Nadel dann bekommen, die wir uns ins Fleisch stechen können, um damit der Flamme zu entsagen. Ja, ansonsten finden wir hier noch ein paar Gräber und einen Fahrstuhl, der uns nach oben führt. Das ist nicht der Fahrstuhl, mit dem ich kam. Oh, ganz viele zugemauerte Türen. Da muss man erstmal wieder gucken, welche davon vielleicht... Ach, hier landen wir dann. Guck mal, da kommen wir wieder ganz weit zurück. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, Melania Bosskampf. Wir haben die besten Voraussetzungen. Ich habe eine Waffe, die Flamme als Attribut hat. Das ist bei Melania ganz gut. Der Kampf ist super hart. Ich glaube, der wird jetzt auch wirklich mega hart werden. Kann sein, dass ich die First Try schaffe. Kann sein, dass ich jetzt hier 34 Jahre lang dran hocke. Ist bei Melania leider immer ein wenig unvorhersehbar, weil es einfach der, wie schon erwähnt, schwerste Boss-Encounter ist. Wir gucken uns das Ganze mal an. Mal gucken, wie es läuft. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. Okay. I take you by word.
Okay, also Feuer macht wirklich grandiosen Schaden bei ihr. Oh ja, macht sogar echt sehr guten Schaden. Okay, macht echt guten Schaden. Aber muss natürlich sagen, sehr viel Schaden kommt natürlich durch den Zauber, den wir auf sie wirken. Und gerade in der ersten Phase müssen wir sie recht schnell down bekommen. Sie regeneriert sich halt. Das ist das Gemeine bei ihr. Das Gemeine bei ihr ist ja die Regeneration. Wenn sie dich trifft, regeneriert sie Lebenspunkte. Wait. You will witness true horror. Now, rot. Machen die viel Damage, ey.
Okay, also ich muss definitiv selber kämpfen, weil die hier macht einfach nicht so viel Damage, was nicht so schlimm ist. Ist ja auch am Ende mein Kampf. Ich glaube, ich muss halt gucken, dass Tiche halt möglichst viel der ersten Runde überlebt. Wenn man das nicht geblockt bekommt, diesen Angriff, dann macht sie halt extremst viel Damage. Den muss man halt komplett durchblocken oder da irgendwie rauskommen, weil wenn sie diesen Angriff durchkriegt, das ist nie gut. Ich meine, ich kann natürlich probieren, wartet mal. Ich glaube, es ist okay, wenn ich, am Anfang habe ich ja noch eine Weile Free-Zauber, wenn ich da so ein bisschen drauf caste auf sie, die Free-Zauber so ein bisschen auskoste. Was mal mehr und mal weniger funktioniert. Aber ihr merkt natürlich. Boah, dieser Tanz, ne? Aber ich war auch dumm, weil ich immer noch die Flasche der wundersamen Arznei ausgewählt hatte. Obwohl, ich könnte natürlich eine andere Sache probieren. Habe ich nicht noch irgendwelche gewaltigen Feuerzauber? Flamme gibt mir Kraft, habe ich zum Beispiel. Aber das meine ich gerade gar nicht. Habe ich nicht noch irgendwelche krassen Feuerzauber, die man theoretisch mal ausprobieren könnte? Ich habe ja so ein paar Slots noch frei. Genau. Ah, habe ich überall gerade nicht die Werte für, weil da brauche ich überall mehr Weisheit. Ja, da müsste ich umspecken. Wobei, guck mal hier, brenne, oh, Flamme. Den können wir mal ausprobieren, ob Brenne oder Flamme. Na, ob der Sinn macht bei ihr. Warum nicht einfach mal so ein paar Sachen ausprobieren? Wir haben ja die Zeit. Und mit Tiche habe ich ja auch einen Tank. Also, sie muss halt in einem dieser Feuerdinger auch drinstehen, ne? Ja, okay, das macht einfach.
Boah! Alter, haut die einen Damage raus in der Phase. Okay, also... der Zauber hat jetzt nicht so gut funktioniert. Die stand halt kaum drin. Aber ich finde die Idee, mit Zaubern da ranzugehen, eigentlich gar nicht so übel. Lass uns noch ein bisschen ausprobieren. Wir haben ja, wie gesagt, die Möglichkeiten sind ja da. So. Was wir natürlich machen können ist, wir können einmal Flamme gibt mir Kraft machen. Es ist schon wichtig, dass... Ich glaube, man muss da wirklich stehen bleiben. Wenn sie diesen Zauber macht. Ich muss halt schauen, dass Tiche halt lange wie möglich überlebt, dass sie... Eigentlich erst in der zweiten Phase ist, wird sie ja, glaube ich, richtig wichtig. So, wartet mal. So. Ja, sie regeneriert halt dadurch. Das ist so das große Böse bei ihr. Ja. Sie kam durch mein Schild. Ich konnte das nicht blocken. Na, ist immer noch ein sehr, sehr anspruchsvoller Kampf. Hat sich nicht geändert. Ich check mal sonst, was ich so an Zaubern habe. So. Oh, ich könnte sie mit ihren... mit ihrer eigenen Waffe schlagen. Ich weiß nicht, wie dieser Zauber funktioniert mit dem Drachen, aber wir testen den gleich mal aus. Ich habe da ich mal gerade Bock drauf, den mal auszuprobieren. Wie gesagt, wir haben ja Zeit. Das ist das Schönste, ne? Dadurch, dass ich das Spiel schon mal durchgespielt habe.
Wow. Und weil es so schön war. Nicht meinen Zauber hier unterbrechen. Er ist teuer. Der Zauber ist cool. Okay, der Zauber ist echt cool. Blade of Mikala. Der Zauber ist wirklich cool. Der ist wirklich cool. So. Das machen wir jetzt auch weiter so. Ich will nochmal diesen geilen Drachenkopf haben. Genau, sie muss tanken und ich hol einfach nur den Drachen raus. Schade natürlich, dass sie ihn manchmal einfach unterbrechen kann. Ja, wie jetzt, ne? Dann bringt es natürlich wenig. Dann bringt es halt super wenig. Ja, du musst das halt wegblocken. Blade of Mikala.
So, jetzt haben wir sie gleich. So, Melania. Your strength. So. Extraordinary. Hui. The mark of a true lord. Heieiei. Melanias große Rune, Echo der Feuer, Fäulnis Göttin und ein Shitload im Mount. Oh, dearest Mikala, my brother. I'm sorry. I finally met my match. So, ein Shitload amount of runes. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, den Kampf habe ich am Ende nur gewonnen, weil sie in der ersten Phase, die ja die schwierigere Phase ist, nicht ihren blöden Luftangriff gemacht hat, der mich halt jedes Mal weggehittet hat. Also, da gehört auch manchmal wirklich Glück dabei, dass die AI einfach gewisse Angriffe, sage ich mal, nicht macht. Da gehört auch oft ein bisschen Glück mit dazu. Dass einfach gewisse Angriffe nicht gemacht werden. Von daher, ja, kann ich noch sogar noch Konditionen jetzt auf 35 erhöhen. So, da ist sie, die Blume von... Ach genau, nicht hier, bei der Blume muss ich die Goldnadel zurückgeben. Genau, Mikellas Nadel und einen uralten Drachenstein habe ich dafür bekommen. Genau, mit der Nadel, die ich jetzt bekommen habe, könnte ich mir jetzt, wie gesagt, die gelbe Seuche runterholen. Haben wir schon ein paar Mal drüber gequatscht, ist jetzt ja auch nichts Neues. So, Leute, der Bosskampf gegen Malenia, aber auch hier wieder mit Tiche gewonnen, ne? Also, ja, macht auf jeden Fall ziemlich viel Druck. Die meisten Guides, die man sich angucken kann, nehmen ja nicht Tiche, sondern immer noch die Imitatorträne. Ja, das machen wir nicht. Von daher alles cool. Ja, hier ist noch ein Stuhl, den kann man kaputt machen. So, da kann sich da auch niemand mehr hinsetzen. Und da oben, wo kann man da eigentlich hingucken? Wohin sieht man da oben? Auf jeden Fall sind wir hier wirklich an der Wurzel des Baumes. Und von hier... Kommt von hier das Scarlet Rod? Wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall können wir da oben, ja, hatte zumindest einen schönen Ausblick gehabt beim immer hier rumsitzen, die gute Malenia. Es gibt ja viele Gerüchte, dass sich um Mikella der erste DLC oder der DLC drehen wird. Ob es mehrere geben wird, weiß ich nicht. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, wir werden einen DLC erhalten. Solange wie der in Entwicklung ist, wird der bestimmt so lang sein wie... die beiden Dark Souls 3 DLCs zusammen oder die drei Dark Souls 2 DLCs zusammen. Ich glaube schon, dass wir uns hier ein heftiger DLC erwarten wird mit sehr viel Spielzeit. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja, und jetzt haben wir es nämlich auch geschafft. Jetzt haben wir hier Mikella noch. Nee, haben wir nicht. Mikella haben wir noch gar nicht gesehen. Also doch einmal ganz kurz im Kampf gegen Moog und die Moog-Dynastie. Da haben wir ganz kurz Mikella gesehen. Aber wir haben immerhin Malenia gesehen und besiegt. Wir haben die Nadel von Millicent, jetzt die Mikellas Nadel bekommen. Ne? Also das hat schon gut funktioniert. Hier gibt es noch ein paar äonische Schmetterlinge, die können wir hier ganz gut mitnehmen. Und dann bleibt uns eigentlich noch ein bisschen was übrig. Ne? Wir müssen zum einen... Sehr schön. Boah, alles mitnehmen hier. Zum einen müssen wir noch zum Dungesser gehen. Da müssen wir noch mal hin, zum Dungesser. Müssen uns noch um seine Questline kümmern. Dann gibt es noch Nokron. Und dann wären wir theoretisch schon so weit, ja, emporzusteigen zur fliegenden Stadt, um dort langsam aber sicher das Ende des Spiels einzuleiten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich lieber erstmal abwarte, wo der DLC startet. Ich habe ja die Weltveränderung noch nicht in Kraft treten lassen und irgendwie habe ich auch so ein bisschen die Bedenken, dass ich mir damit vielleicht den DLC irgendwie verbauen könnte. Deswegen wird es auf jeden Fall noch Nokron machen. Und nach Nokron auf jeden Fall uns noch um den Dungesser kümmern. Aber wenn wir das alles gemacht haben, ihr lieben Freunde meines Kanals, dann sicher, langsam, aber sicher sind wir eher auf DLC warten, würde ich mal sagen. Weil ich will ungern mit einem weiteren neuen Spielstand in den
DLC gehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich weiß, wir cutten uns ganz schön noch was weg, wenn wir die fliegende Stadt nicht machen, aber es ist halt echt noch nicht raus, wann und wie und wo der DLC startet. Und das macht mich halt aktuell noch ein wenig vorsichtig, was das alles angeht. So, mal wieder an der Oberwelt unterwegs. Waren wir ja schon lange nicht mehr, ne? Waren schon lange nicht mehr an der Oberwelt. Kann ich euch beide mittlerweile one-shotten? Nö. Aber sozusagen three-shotten. Na, immerhin so ein bisschen kann ich euch shotten. Aber euch kann ich hier alle. Guckt mal, ne? Bei euch mache ich nur den hier. Und dann treffe ich euch nämlich nicht. Na gut, das hat jetzt auch nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Immerhin habe ich jetzt auch meine richtige Paladin-Rüstung an. Toll, ne? Gefällt mir sehr. Gefällt mir wirklich sehr. So, wir gehen erstmal wieder aus. Pferdchen waren wir schon lange nicht mehr, weil wir schon so lange jetzt an Orten waren, wo wir nicht so reiten konnten. Nokron und das Spiel um Ranis Quest. Da haben wir auch noch ein paar interessante Bossbegegnungen zu spielen. Also es wird nicht langweilig hier. Überhaupt nicht. Wir haben noch einiges vor uns. Also bestimmt noch so 5-6 Folgen mindestens. Bevor ich theoretisch meinen Spielstand liegen lasse bis zum DLC. Ja, wir haben jetzt auch die Release-Phase überwunden. Es kommen jetzt aktuell in nächster Zeit keine Spiele raus, die ich auf dem Kanal priorisiere. Ihr wisst das ja, bei mir läuft das ja mal teilweise auch nach priorisierten Spielen. So Resident Evil 4 war ein priorisiertes Spiel. Sherlock Holmes war ein priorisiertes Spiel. Da waren jetzt einfach ein paar Dinge dabei. Dead Space, die ich da einfach zwischenschieben musste. Ich weiß, es ist immer uncool, aber wir reden da jetzt auch nicht mehr so viel drüber. So viel zum Preis des Verrats. Also dann auf nach Nokron. Geht nur, ich hole euch schon ein. Okay. Habe ich Rani schon verraten? Weiß ich gar nicht. Oder sagt er das an der Stelle immer? Letzte Mal hier war, das ist auch schon wieder so ewig her. Aber wir wechseln mal die Waffe auf die Holy Weapon. So. Auch wenn die andere Klinge deutlich mehr Schaden macht. Schlaffett. So, wer es noch nicht kannte, Nokron, die ewige Stadt. Oder wie ich es auch gerne nenne, die Erinnerung an Yharnam. Einfach ultimativ nach Yharnam hier aus, oder? Adios, amigos. Nee, ich will hier noch das erste Bonfire. Aber wir haben hier noch echt noch eine Menge zu tun. Wir müssen noch die Questline auch um 4 hier spielen. Oh mein Gott, oh Gott. Hätte ich mich schon anders positionieren sollen oder spawnen sollen. Also haben da echt jede Menge zu tun. Es gibt so viele Questreihen, die wir da noch, also ne, in der Verbindung noch machen können. Die Questreihe von die zum Beispiel. Ups, ich wollte gar nicht Tiche hervorholen. Naja, gut, kann Tiche ein bisschen kämpfen.
Naja, da gibt es, wie gesagt, noch zwei, drei Dinge da unten zu tun. Weil eigentlich wollte ich ganz gerne Nokron skippen, weil ich mag den Bereich ehrlicherweise nicht so. Aber ich weiß auch, dass mir einige geschrieben hatten, dass ich da ja auch ein paar Dinge letztes Mal vergessen habe, nicht gemacht habe. Vielleicht holen wir die diesmal nach. Vielleicht schaffe ich es diesmal, diese Dinge zu tun. Wäre ja ganz cool, sage ich mal. Ansonsten haben wir dann noch ein paar interessante Bosskämpfe. Von daher alles nett. Bald erscheint ja Tears of the Kingdom. Zelda. Nein, das werde ich nicht auf dem Kanal spielen. Ich habe keine Switch. Also, wir haben eine Switch hier. Aber die benutzt Draki halt die meiste Zeit, weil es ja auch ihre ist. Also haben nicht wir eine Switch, sondern sie hat eine Switch und ich darf sie mal mitbenutzen. Anyways, mag ich die Zelda-Reihe, aber ich weiß nicht, ob ich der richtige Kanal wäre für Tears of the Kingdom. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Ich will es auch nicht. Also, dann konzentriere ich mich lieber darum, mal die angefangenen Projekte Cyberpunk und so weiter fertigzustellen. Da habe ich ja noch genug zu tun. Auf ein neues! Falls sich jetzt jemand fragt, und was ist eigentlich mit Wulong? Ich muss ehrlicherweise sagen, Wulong, so nachdem ich es dann ein paar Tage nicht mehr gespielt hatte, war auch irgendwie die Lust, Wulong zu zocken, bei mir so ein bisschen weg. Warum? Naja, ehrlicherweise, weil das Spiel halt super oft nur das gleiche ist. So, die Bosse sind am Anfang, ist wie bei Nioh, ne? Die Bosse am Anfang ist immer alles super schwer, später relativiert sich das dann. So, ja, ein paar Abenteurer hatten hier ihr Glück probiert. Aber wie ihr seht, nicht sonderlich erfolgreich. Aber diese Silberdudes sind hier unterwegs. Ne, da bekommt man ja dann auch diese Silberträne. Stimmt, ich hatte ja mein Mana verbraucht. Aber zum Glück sind die ziemlich anfällig gegen Holy. Sehr gut. Das freut mich natürlich. Ein Runenbogen. Hätte ich auch noch gegen Malenia einsetzen können, ne, um mich zu stärken. Der Runenbogen. Aber das ist jetzt kein Vergleich, weil das ist ein Early-Game-Gebiet hier. Also hier ist man, also naja, eher so Mid-Game. Also man kann hier halt hin, sobald man Radahn besiegt hat. Hat man Radahn besiegt, kann man hier in diese Stadt. Von daher ist es natürlich jetzt kein Vergleich mit Mikellas Heiligbaum. Und hier überskaliere ich dann wieder. Ne? Hier merkt man dann natürlich meine Endgame-Power. Oh nein! Oh Gott! Einer hat schon wieder den Abgang gemacht. Naja, also man kann ja auch mal so anhand des Levels der Schmiedesteine sehen, was man hier bekommt. Ich bekomme hier Schmiedestein 5. Also das ist natürlich alles nicht ganz so hoch. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt hier schmerzfrei runter? Weil ich will natürlich ungern sterben. Ich glaube, den Sprung überlebe ich definitiv hier.
manchmal ist es ja ohnehin sehr seltsam. Manche Sprünge, da springt man von übelsten Höhen und überlebt das. Und manchmal springt man gefühlt 3 Meter und ist tot. Immerhin gibt es hier Geistertal Lilien 3. Ich habe auch, glaube ich, mittlerweile genügend Geistertal Lilien. Ich könnte noch mal einen weiteren Geist aufbauen. Theoretisch habe ich ja eigentlich genug, ne? Könnte man ja mal eigentlich machen. Ne, Tafel der Gnade, mal vorbeischauen. Mal vorbeischauen, mal gucken, was hier so geht. Greetings. Are you here for spirit? So. Genau, ich könnte zum Beispiel die Imitator-Tränenasche aufbauen oder reinfäule Ritterin Finlay. Ich glaube, der wahnsinnige Parfümierer, der wäre vielleicht auch was im Kampf gegen Melania gewesen, weil der massiv Feuer-Damage macht. Ah, ich würde dich mal weiter aufbauen. Ich habe dich ja eh schon so weit. So, und dann habe ich noch eine große Geistertal-Lilie. Damit der würde ich mal noch warten, weil ich davon eben nur eine habe. So, dann können wir eigentlich wieder zurück nach Nokron. Genau, Nokron, die ewige Stadt. Da geht's weiter in der nächsten Folge, ihr lieben Freunde meines Kanals hier bei Elden Ring New Game Plus. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Hoffe, dass diesmal keine Ruckler mit drin sind. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis dahin, BB, euer Hyuga.